Hallo allerseits. Heute habe ich vor, ein Video zu drehen, natürlich auch mit Moonstruck, aber auf Wunsch was Abstraktes, weil nicht jeder macht Blümchen und es gibt ja, zeige ich euch, ganz, ganz viele Möglichkeiten, mit Moonstruck auch abstrakt zu malen. Ich werde jetzt ein Beispiel zeigen. Dazu brauchen wir natürlich die Farben, Moonstruck-Pinsel und feine Pinsel für die Feinheiten und immer Wasser. So, ich fange an mit Pink und Weiß. Blau und Weiß. Also hier ist keine bestimmte Reihenfolge. Einfach so Bögen. Klein, groß, durcheinander, kreuz und quer. Wenn ihr das nachmalen wollt, dann übernehmt das auch nicht eins zu eins, wo kommt was hin, sondern einfach so, wie es passt. Bisschen durcheinander. Jetzt nehme ich Gelb und Weiß. So, das war das, was wir mit dem Moonstruck-Pinsel machen. Der Rest wird jetzt mit dem Feinpinsel gemacht. Wir müssen natürlich warten, dass die Farbe ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern richtig trocken ist. Und dann können wir mit dem Feinpinsel weitermachen. Okay, jetzt habe ich schwarze, in dem Fall Airbrush-Farbe. Ihr könnt auch die Moonstruck-Farbe verdünnen mit Wasser. Aber ich nehme jetzt gleich die Airbrush-Farbe, nämlich schwarz und den feinen langen Pinsel. Und wir ziehen jetzt grob die Konturen nach. Ich sage jetzt grob, weil die werden sowieso noch so bearbeitet, dass man die nicht mehr erkennen wird. Ich mache jetzt hier so einen halben Kreis. Den füllen wir dann aus. Und ziehe hier so gewellte Linien dahin. So fein wie es geht. Und den Rest mache ich jetzt mit dem kurzen, dünnen Pinsel. So wichtig ist, wenn ihr feine Linien malen wollt, dass ihr den Pinsel immer aus der Farbe rausdreht. Dann ist es ein bisschen wie ein Bleistift anspitzen. Der wird immer spitzer und dünner, als wenn ihr einfach so macht. Also immer schön aus der Farbe rausdrehen. Und jetzt deuten wir hier Kreise an. Also habe ich hier so einen halben, dann hier noch. Und hier, dann machen wir so einen groben Netz. Wichtig ist hier, dass die Kreise immer wirklich ganz eng zusammen sind. Ich zeige es euch hier kurz mit den Münzen. Also die Kreise nicht so malen, sondern wirklich so malen, dass ihr nur Dreiecke dazwischen habt, die dann ausgefüllt werden. Sonst wird das zu, weil ihr müsst euch vorstellen, die Lücken, die werden dann ausgemalt in Schwarz. Und wenn ich die jetzt so male, dann habe ich viel zu viel Schwarz drumherum. Also immer die Kreise, egal ob das ovale sind, nierenförmig, das ist egal, aber immer schön eng zusammen. Ihr seht, ich habe immer Dreiecke übrig.
Jetzt kommen wir zu den feinen Linien hier. Und zwar machen wir uns hier ein V. Nicht ganz gerade, sondern ein bisschen gebogen. Am besten mit Farbe. So. Hier. Da. Ein V. Das gleiche hier. Und jetzt werden wir diese Faust und die Dreiecke komplett mit Schwarz ausmalen. Dabei ist es wichtig, wenn wir merken, dass wir das beim Ausmalen so, es darf nicht so aussehen, als wäre jetzt ein Dreieck und dann einfach eine feine Linie dazu. Es sollte eher so aussehen, als würde diese Linie breit anfangen und dann immer dünner werden. Das heißt, wenn es nötig ist, müssen wir das ein bisschen hier verlängern, dass es nicht so abgehakt aussieht. Und das machen wir jetzt überall. Die Faust ausmalen und diese Dreiecke. Hier habe ich zum Beispiel eine Lücke. Dann mache ich mir auch so einen Kreis oder so ein Viertel. Dann habe ich auch wieder ein Dreieck. Malen wir diese aus. Und wichtig ist, dass wir, wenn wir das jetzt gemacht haben, dass wir hier so schöne Rundungen hinkriegen. So, falls so kleine Ecken sind, noch ein bisschen korrigieren, aber diese Bögen sollten eine schöne Rundung haben. Okay, jetzt haben wir die Dreiecke ausgefüllt und die Linien ein bisschen verbunden, mal dicker, mal dünner. Und jetzt ziehen wir die Kontur nochmal nach, und zwar schön gewellt und natürlich ausfüllen. Jetzt machen wir hier und da eine Spirale. Nicht so rund. Den Pinsel schön sauber, und dann kommt Weiß für die Lichteffekte. In den Lichteffekten ist es wichtig, auch die Erbschwabe, wie ihr hört, dass wir uns für eine Seite entscheiden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt hier so eine Linie, so eine weiße Linie, dann muss ich auch rechts bleiben. Nicht einmal rechts, einmal links, weil sonst hat man diesen Effekt nicht mehr. So, stellt euch vor, wenn von hier das Licht kommt, dann ist diese Seite ja heller. Und wenn ich einmal hier heller mache, wirkt es nicht mehr. Also entscheiden wir uns für eine Seite und machen sowohl hier als auch an den anderen immer so einen Lichteffekt. Das heißt, eine feine Linie der Schwarze entlang.
Und das war mir überall. Gut, jetzt habe ich die Lichteffekte gemacht. Um die Spirale herum. Hier um die Kontur herum. Jetzt nehme ich wieder die festere Farbe, die Moonstruck-Farbe in Weiß. Und mache da, wo mehr schwarz ist, wo viel schwarz ist, kleine Punkte. Okay, dann wäre jetzt die Arbeit fertig. Ich zeige es euch nochmal mit der Technik. Habt ihr auch verschiedene Möglichkeiten. Ihr seht ja, das ist viel, das wir mit dem Moonstruck-Pinsel erst gemacht und dann viel durch die Konturen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr besondere Wünsche habt, dann sagt einfach Bescheid. Wenn ihr Fragen habt, dann wisst ihr ja, in der Gruppe könnt ihr die Fragen stellen, eure Ergebnisse zeigen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder oder wir hören uns bald wieder. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Viel Spaß. Tschüss.